Ach, die Turnräder fehlen. Oh, das bleibt ein Feed, das auch noch. Ach. Na, wie lange brauchen das Ding? Achso, ja. Ich fahre hinab. Du hättest auch springen können. Du sollst nicht fressen, wir brauchen das. Oh, schnell damit einmal fahren können. Er hat Fähigkeiten, die wir nur von Vortigons kannten. Unsere Vorfahren hielten Ameisenlöwen einst als Nutztiere. Vieles kann man von ihnen gewinnen, aber das Extrakt ist das bei weitem wertvollste. Es zerreißt die falschen Schleier, die die Vortessenz teilen. All dies soll er sehen, wenn... Wundersames Sekret. Schnell, nehmen wir nun das Extrakt in uns auf. Ja. Ein Mensch ist nötig. Gut. Zu uns, Freeman.
verknüpfen Dr. Freemans Leben mit dem ihren. Ja, es wird schneller. Fast mortal ist das Band zwischen euch. Dr. Freeman. Dies ist vielleicht nicht der günstigste Moment für ein kleines Gespräch. Doch ich musste warten, bis Ihre Freunde anderweitig beschäftigt sind. Früher war Miss Vance Ihnen unwichtig. Damals war ein Mensch für Sie nur ein Brecheisen, das ihnen in einem Stahlgang entgegenkam. Als ich sie aus Black Mesa holte, musste ich mir oft anhören, sie sei doch nur ein Kind und ohne praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, diese Zweifler zu ignorieren, solange ihr Einfluss noch zu groß war. Dennoch, ich vergeude meine Investitionen nicht und weiß, dass sie mehr wert war als dieses erste Urteil. Darum erwarte ich jetzt von Ihnen einen kleinen Gefallen zum Dank für Ihre eigene Rettung. Bringen Sie sie sicher nach White Forest, Dr. Freeman. Ich wünschte, ich könnte selbst mehr tun. Aber ich unterliege leider bestimmten Einschränkungen. Also, nun, hör mir gut zu, mein Kind. Wenn du deinen Vater siehst, sag ihm Folgendes. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Sie rührt sich. Ihre Vortalform ist wieder intakt. Wir haben einen furchtbaren Verlust verhindert. Oh Gott. Still liegen. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, ich wäre tot. Ein Combine-Jäger hatte sie schwer verletzt. Ein Jäger. Das war's also. Wir haben Knochen gerichtet und den Kreislauf wiederhergestellt. Doch es war Dr. Freeman, der ihre Wortessenz zurückholte. Das ist Gordon. Wie lange war ich weg? Ein paar Stunden. Stunden? Wir müssen doch weiter. Noch einen Moment. Aber wir müssen nach White Forest. Es ist wichtig. Keine Sorge, wir werden euch den Weg weisen. So. Jetzt soll sie versuchen aufzustehen. Wow. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Kommt nun. Ich will euch den Weg nach White Forest zeigen. Komm schon, Gordon. Wir werden weiter Advisoren aufspüren. Lebt wohl. Viel Erfolg. Gute Reise. Viel Glück da draußen. Okay, Freeman. Pass dich an! Was soll das übrigens heißen? Keine Ahnung. Hört sich nach Worts an. Ich denke, ich kann jetzt allein laufen. Ich versuch's mal. Ja, noch etwas steif, aber... Ich denke, es geht.
Wow, das war ein Wächter. Dem muss jemand ziemlich ans Bein gepinkelt haben. Der Wächter ist erzürnt über unseren Raub des Extrapass. Wenn er sich uns in den Weg stellt, müssen wir ihn töten. Ihr habt die Eier ramponiert? Klar ist er da sauer. Der war's. Nichts wieder gewesen, wie immer. Ne? Alle autonomen Einheiten. Vorgeschriebene Sektoranpassung akzeptiert. Die Combine sind unterwegs. Und sie tragen Schwulatoi. Advisoren noch in Inkubationskapseln. Sie sammeln und vereinen die verstreuten Combine-Truppen. Das haben wir also in der Zitadelle gesehen. Und die haben es ja ziemlich eilig. Sie ziehen zielstrebig nach Norden. Norden? White Forest. Wir müssen vor ihnen da sein. Nicht weit von hier sind Menschen mit einem Fahrzeug. Sie werden unsere Notlage verstehen. Worauf warten wir dann? Leben wollen, muss der Wächter sterben. Ach, weiß.
Ich bin doch dabei, Mann! Ich stehe wieder nur da und mach gar nichts. Zumindest du. Wo holt denn die ganzen Pässe nur her? Hm, was war denn das jetzt? Ich bin da hängen geblieben, wa? Ja. Mit dem Fass. Er ist tot. Mindestens einer davon. Mach ich noch einen zweiten da? Nee. Na. Ja. Wo haben wir die Pässe hernimmst? Aha, deinen eigenen Mann getroffen. So, mal schluckst du, schluckst ja mehr wieder an. Ich kann ja mal drüber hinwegsehen. Bin ja mal nicht so. Gute Arbeit, Freeman. Freeman, sehr gut. Er hat diese Wachen geradezu niedergemäht. Vorwärts. Das gesuchte Fahrzeug befindet sich oben im Lager. Wollte nur gucken, ob noch was da ist. Mit diesem Fahrstuhl gelangen wir direkt zum Fahrzeug. Ah, naja. Ich gehe schon mal hoch. Was ist das denn jetzt? Hey. Stein getroffen, ach so. Oh.
Schildgurten. Hm. Heilung, Heilung. Sonderbar. Heilung. Die Wachen sollten uns längst bemerkt haben. Ob die Combine sie gefunden haben? Diese Theorie ist durchaus plausibel. Heimlich, heimlich? Ah. Falscher ist der Anzug. Hier, Heilung ist daneben. Ach, Heilung gibt's hier. Haben sie gefunden. Aber es hat ihnen nichts Gutes gebracht. Kopfgraben haben sich auf beide Gruppen gestürzt. Sima, da auf der Brücke. Ich sehe das Auto, von dem du gesprochen hast. Ich habe noch nicht mal anders gesehen. Anscheinend haben sie versucht zu fliehen, sind jedoch nur bis zum Abgrund gekommen. Also wenn sie es rübergebracht haben, schaffen wir es vielleicht wieder auf diese Seite. Wir empfehlen Dr. Freeman für diese Aufgabe. Hey, mir geht schon viel besser. Ja, lass die mal machen. Dies würde nicht anhalten, wenn man sich in die Toxine da unten stürzte. Wir sollten Deckung von oben geben, während Dr. Freeman die Gefahren in der Schlucht umgeht. Dieses montierte Gewehr wäre zum Beispiel nützlich. Der hat sich aber freiwillig gemeldet. Der Waffe scheint Energie zu fehlen. Los, Freeman! Ich kümmere mich um Alex Vance. Mhm. Oh, sehr schön. Gordon. Jetzt liegt es an dir. Oh, jo. Hier, ich schalte das Feld aus. Jo, machen wir. Viel Glück, Gordon. Jo. Oh. Vorsichtig. Mal achten da so. Ach, sind so komische Sachen da drinne. Wollte ich da jetzt wirklich reingucken? Was? Wie seid ihr noch? Gibt's doch gar nicht.
Bei mir sind die Waffen gar nicht richtig justiert. Mal nachladen jetzt. Und trotzdem auch schon frei machen. Schön. Bisschen Muni würde ich noch nehmen. Toll. Ja, frisst das. Na, nimm's hoch. Wir müssen das nicht. Aha. Die sind wir voll. Ja, das ist ja die hier, stimmt. Warum bist denn du so? Oh, die Kusch. So. Ja, aber schwul, was läuft denn da durch? Vulcano ist dafür. Aufmachen können wir doch offen.
Nee. Keine Munition. Oh, Granaten, juhu. Trifft das Brecheisen nicht, oder was? Na? Na, was denn nun? Hä? Mhm. Entschuldigung. Bin ich. Ja, hier. Was soll ich denn sonst sein? Ich muss ja wieder Arbeit machen. Ja. Oha. Toll, das wollte ich eigentlich machen. Schuld. Muchel mit Typus hier.
Mach die Klötzen auf. Nein. Schön. Schön. Autsch. Na ja. Gib doch gleich Heilung, hoffe ich. Haben wir nichts? Haben wir nichts? Nee. Thank you.
Mr. Boy. Hallo. Ist ja gleich hier bauen können. Heißt nämlich runter. Das war aber Blödsinn. Am Platsch nehme ich da mal runter, bist du blöde. Soll da hoch. Hier doch. Kennst du aber gar nicht. Dreh das doch mal richtig rum. Das wird eine wackelige Angeschichte. Nein, nicht runterschmeißen. Na, du schaffst es nicht hoch. Was ist das denn jetzt? Ah. Okay. Ja, geht's auch, ne?